Guten Morgen, meine Lieben. Hallo. Wir gehen jetzt mal frühstücken. So. Let's go. Lecker? Mega lecker. Schau mal, der Kleine ist da. Ihr müsst eure Joghurt essen, Kinder. Wir haben nicht so viel Zeit. Ja. Frag mich, wie ich gerade mein Brötchen mit einer Hand auseinanderschneide. Mit einer langen Zunge. So, meine Lieben, wir werden jetzt die Kamera ausschalten, weil wir sind mega hungrig und Zeit haben wir auch nicht. Denn in ca. 30 Minuten müssen wir schnell abhauen, weil wir einen Termin haben. Und ja, Zeit ist knapp. So, fertig gefrühstückt und jetzt fahren wir zu dem Event, wo wir sind. Und ich finde Stuttgart ist so schön. Also das muss man wirklich sagen, Stuttgart ist wirklich sehr schön. Und außerdem sehr, sehr viel Grün. Also unglaublich. Ja, viele Bäume. Zeig euch mal. Also, muss man schon sagen, sehr schöne Stadt. Wir sind ja wahrscheinlich irgendwo am Rand. Das ist mein Lokal. Der Papa hat hier Imbiss Bagdad gegessen. Es war mega lecker, einer der besten Lokale in Stuttgart. Da brauchen wir keine Werbung. Stunden später, wir sind immer noch auf dem Event. Der Teil, wo wir dabei waren, ist schon vorbei. Hier ist ein Special Guest, meine liebe Lisa. Die Leute, die mir schon ganz lange folgen, kennen Lisa schon. Lisa und ich kennen uns, seitdem wir mit YouTube, Instagram, alles mögliche angefangen haben. 5, 6 Jahre? Ja, locker. Ja, irgendwie im Dezember haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Ich liebe unser erstes gemeinsames Video. Ja, das ist aber jetzt gelöscht. YouTube hat es runtergenommen. Ja, wir hatten unser erstes Video gemeinsam ist so. Oder? Ist das dieses Dance-Video? Nein. Ah, der Vlog. Der erste Vlog auf der Donauinsel, ja, ja, ja. Wo ich ein paar hundert Follower hatte und du halt ein paar tausend oder so. Ach so, weiß ich gar nicht. So herzig. Aber wir haben uns getroffen, sowas wie ein Blind Date. Wir kannten uns optisch, aber wir kannten uns so nicht als Menschen. Also, wir haben uns aber verhalten, als wären wir schon urlange Freundinnen wären. Ja, voll. Von Anfang an. Machen wir jetzt aber nicht mehr, jetzt mögen wir uns nicht. Nein, jetzt mögen wir uns nicht mehr. Auf jeden Fall ja, ist sie auch hier zu diesem Event gebucht. Sie hat dann die anderen Slots später. Ich darf darüber nicht so wirklich erzählen. Ja, also ein bisschen kann ich erzählen. LOL, Rainbow High, so weiter. Um sowas geht's halt. Und die Mädels haben ganz viele Puppen abgestaubt. Es ist so toll. Ja, ich kann euch ein bisschen sagen, dass wir sind in der Römerkastell Phoenix. Halle? Die Stuttgarter kennen sich bestimmt aus, die wissen, wo wir sind. Das ist wirklich sehr, sehr schön, ein sehr schönes Event. So schaut hier die Deko aus, zeige ich euch mal. Also auf jeden Fall wunderschön. Vor allem, es ist so schön, nach diesen ganzen Corona-Dings da auch mal wieder ein bisschen Normalität mit den Events und so weiter. Vor allem, man fühlt sich halt auch sicher, weil die Leute getestet sind und stimmt, alles. Genau, wir sind ja alle getestet. Überall werden Hände desinfiziert, also es ist toll. Genau. Und es ist im Freien. Ja, noch dazu. Und an Bereichen, wo halt die Leute sich zusammentreffen, trägt man eh eine Maske. Also wir sind hier nur auf unseren Plätzen, da tragen wir keine Maske. Die Lisa hat so eine coole Maske. Ich habe eine coole Maske. Sie ist so richtig mega Hype angezogen. Schon mit Röschen. Sie ist ein bisschen groß. Ich glaube, sie macht mein Gesicht größer. Ein bisschen. Ein kleiner Schnabel. So. Und der Papa kommt schon, hat sich was zum Snacken geholt. Das ist eine gute Idee. Papa hat immer gute Ideen. Hat rotbartig voll liegen. Also der Papa hat sich, was hast du dir geholt? Ich habe Krebs. Ich weiß schon, dass ich richtig ausgesprochen habe. Ja, Krebs. Krebis. Mr. Krebs. In Italien habe ich gesagt Krebis und der Papa hat mir ausgedacht. Ja, zu Recht. Ich habe gesagt Krebs, passt auch nicht. Wie sagen wir den? Krebs. Genau so, mit Vanille, nein, mit Zimtzucker. Also ist nichts drinnen. Also nur eine Palatschinke mit Zucker und Zimt. Oh, wow, ich hatte einen mit so gut, unglaublich. Und diese,
Und diese Kackmaske muss man ständig tragen, außer natürlich, wenn man da sitzt, nicht mehr. Ja, aber und das ist sehr anstrengend. Oh. Und, wir sind ja getestet und geimpft, gell? Steht irgendwo? Geimpft. Bin ich frei? Ist das deine Nein, ich meine diese Jacke. Nein, lass die Lisa auch was noch, weil sonst ist sie verdurstet. Weißt du, was da steht? Was da? Unicorn-Tears, also Einhorn-Tränen. Einhorn was? Tränen. Wow. Wir sind jetzt wieder im Zimmer. Gott, mein Herz, wie lustig aus. Michelle ist allein. Ja, weil die Michelle und die Lara, die haben ihr eigenes Zimmer. Das haben wir noch nicht gesagt, weiß ich gar nicht. Also, hier haben der Philipp, ich und die Luisa geschlafen. Ja. Und hier hat der Papa geschlafen, weil wir hier alle nicht Platz hätten. Oh, wirklich? Ja, mein Rücken. Der Kleine will raus, ist nämlich so eben. Ich hol dich gleich raus, mein Häschen. Hi. Ich weiß nicht, was ist das, hä? Ja. Bist gerade aufgestanden, oder? Der Papa. Der Papa ist heute um 6 Uhr aufgewacht. Ach so? Was hast du gegessen? Hier ist sogar frisch geduscht. Was hast du gegessen? Beide auf einmal? Ja, ich bin zu wenig. Läuft bei dir? Was? Und. Oh, war es lecker? Ja. Welches? Das ist Mac and Cheese. War gut? Mhm. Und das andere nicht? Mittel. Der Patrick. Okay, mach mal die Tür auf. Aus. Wer ist? Zimmerservice? Ja, was Durst. Ja, dann trinkst was. Hey Kinder, wollt ihr herkommen? Wollt ihr mit Party reden? So, wir haben uns jetzt ein bisschen ausgeruht hier. Wir haben das gebraucht, wir waren so müde. Und jetzt fahren wir... Was machen wir? Also wir waren zum Rewe. Es gibt hier den Rewe in Römerkastel. Hast du das so dort? Ich glaube, oder? Kastel? Römer Kastell, glaube ich. Sorry, das ist was anderes. Kastel ist was anderes. Kasten, Entschuldigung. Kasten, Kastel. Ich habe mit Kasten verwechselt. Auf jeden Fall gehen wir dorthin, weil der hat bis 0 Uhr offen. Ich meine, sowieso voll krass, dass bei euch die Supermärkte bis 22 Uhr offen haben. Das ist bei uns in Österreich. Pizza bestellen bis 4 Uhr in der Früh. Ja, wir haben noch nie gehört. Nein, krass. Wir gestern um 12 Uhr in der Nacht eine Pizza bestellen. Heftig. Ja, auf jeden Fall, wir gehen einkaufen. Wir wollten... Schätze ich nicht den nehmen. Wir wollten einkaufen für ein Food Hall, aber haben uns doch umentschieden. Der Papa hat nämlich das Auto voll mit unseren Hühler. Dann hat er noch einen Hühler für meine beste Freundin, die den Hühler auch bei uns gekauft hat. Dein Nimbus hast du drin, oder? Ah, Nimbus habe ich drin, Vetus habe ich drin. Alles Mögliche. Also das Auto ist voll mit Hühlers, deswegen. Ja, kein Platz. Deswegen kaufen wir jetzt nur so ein paar Getränke und so irgendwelche Snacks für die Fahrt. So, let's go. Brauchst du die Tasche? Ja. Oder? Eigentlich? Ich brauch sie nicht. Okay, dann lass sie. Ich nehme nur die Wickeltasche mit. Hast deine Karte nicht mehr geschickt, ja? Der Papa fragt die Michelle das jedes Mal, oder Michelle? Ich checke immer, ob ich meine Karte dabei habe. Sehr gut, Michelle. Michelle ist gleich groß wie ich mit diesen Schuhen. Haben wir deine Schuhe überhaupt schon hier gezeigt? Schaut mal, was für coole Schuhe wir der Michelle gekauft haben. Jetzt ist sie gleich groß wie ich. Naja, wir waren davor schon fast gleich groß. Ja, genau. Ich bin nur um 10 cm kleiner als du. Meine Kinder werden mich einholen. Patrick ist schon größer als sie. So, wir sind jetzt hier beim Rewe. Sieht man das? Keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ob ich die Kamera mitnehmen soll oder nicht. Ist ja verboten. Ich will das irgendwas sagen, wir verstehen die Sprache nicht. Ich glaube, wir lassen sie lieber im Auto, oder? Ihr Deutschen wisst eh, wie es in euren Supermärkten ausschaut. Und wir gehen jetzt in Rewe. Rewe, okay, damit die Bescheid wissen.
Okay. Sind die beim Rewe streng? Wahrscheinlich. Ich will nicht rausgeschmissen werden. Ich verstehe den Dialekt nicht. Ja. Schwäbele. Die Schwaben sind ein bisschen anders. Nein, war nur Spaß. Na gut. So, ich denke auch, sonst sterben wir im Auto hier. Die Hitze ist ein Wahnsinn. So, wir sind jetzt fertig mit Einkaufen. Also wir haben ein paar Sachen geholt, die es bei uns jetzt nicht gibt, und ein paar Snacks für die Fahrt. Und die zeigen wir euch dann, wenn wir im Hotel sind. Aber vorher gehen wir noch zu McDonald's was essen. Wir haben jetzt ein paar Sachen gesehen, so Pizzeria und Dönerläden. Aber die haben uns jetzt nicht so angesprochen, deswegen sind wir weitergegangen. Und ja, deswegen gucken wir nach was zum Essen, gehen wir zu McDonald's, und danach zeigen wir euch à la Food Hall ein paar Kleinigkeiten, was wir gefunden haben. Es war jetzt ein richtig kleiner Rewe eigentlich. Wir haben kaum die Getränke gefunden, aber. Wir haben die Getränke auch nicht gefunden, ja, weil die Getränke ganz extra waren, in einem extra mit extra Eingang und so. Voll cool. Mit separate Kassa. Ja, mit separate Kassa. Voll. Aber sehr nett, die Stuttgarter. Also, auch die, also ich habe ja niemanden irgendwie böse geguckt. In Berlin hatte ich schon andere Erfahrungen gemacht. Ach so? Ja, das sind die Leute wahrscheinlich gestresst, oder? Ich weiß nicht, ein bisschen. Große Stadt, großer Stress. Ja, vielleicht. Hat. Morgen, meine Lieben. Wir haben heute den nächsten Tag, heute ist Samstag. Ich weiß gar nicht mehr, was wir das letzte Mal. Achso, wir waren bei McDonald's. Ich konnte nicht sprechen, weil es so Musik war. Ja, wir haben jetzt alles zusammengepackt von unseren Sachen, also von Michelles Zimmer und unserem Zimmer. Und. Wir wollen schnell frühstücken, weil in einer Stunde ist alles dicht und wir haben nichts gegessen und 6 Stunden Fahrt vor uns. 7. Okay, wenn ich mal sage 7, das sind 7, lass mal so. Es sind 7, Papa, weißt du warum? Weil wir auch Pipi müssen. Es ist, ah, dann sind es aber 8. So. Wie die Fahrt nach Italien. Ja, let's go. Nehmen wir mit oder lassen wir das? Jetzt nicht. Wir sind OP-bereit, wir sind gerade in OP-Saal. Wir werden heute. Bei Ihnen ist unser Frühstück. Unser Frühstück. Boah. Aber das war richtig cool, aber das muss man jetzt eigentlich. Du musst fahren. So, die Kinder sieht man gar nicht. Ich bin ja auch ich bin damals. Ich bin hier. Es ist nicht viel Arbeit, aber ich habe viel Gemüse. Alle Kinder sind da, keine Chance. So, meine Lieben, wir sitzen jetzt im Auto. Wir haben ausgecheckt und die Kinder schauen schon iPad und so. Ich auch. Lisa schaut Pepperwood. Ich auch. Du schaust auch iPad. Aha.
Ja, wir fahren jetzt circa 6,5 Stunden laut Navi und sind um 5:30 zu Hause. Mal schauen, wie die Fahrt sein wird. Der wird sicher 9. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der Kleine so sein wird, weil er findet Autofahren nämlich nicht so toll in letzter Zeit. Aber also? Ja, wenn ich nicht bei ihm sitze. Aber es kommt auf die Uhrzeit vielleicht auch drauf an. Aber ich glaube, dass er so hinten sitzt, wird unmöglich sein. Ich kann jetzt nicht hinten sitzen. Wir haben lauter Spielzeuge da hinten. Ja. Wir haben es da hinten, schaut aus wie ein Toys R Us. Also genau, das wollte ich, ich kann es euch zeigen, wenn wir dann zu Hause sind. Ah, ja. Das ist Corona. Gottes Willen. Jetzt einmal auf die Fahrt konzentrieren und mal gucken, wie gut wir durchkommen, ob Stau oder sowas ist. Ich meine, es ist noch früh, oder? Naja, das beginnt schon. Deutschland ist anders. Es ist Samstag. In Deutschland leben halt mehr Leute als in Österreich. Vielleicht ist weniger Lkw-Verkehr, weil die sind die, die den ganzen Verkehr auch halten. Also? Mhm. Brutal viel. Also so viele LKW wie hier habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Aber ich habe Stuttgart richtig genossen. Ich fand Stuttgart so schön. Ja, voll. Muss ich wirklich sagen. Also ich habe mich so wohl gefühlt. Ich finde die City ganz angenehm. Die und Menschen sind freundlich. Genau, die Menschen sind freundlich. Also ich muss sagen, das hat mir so gut gefallen. Ja. Respekt, Bro. Respekt, Bro. Was war das? Die Spielsache. Na gut, mein Lieben, wir sehen uns später. Ich melde mich später vielleicht noch von ein paar Hippie-Pausen oder so. Mal gucken. Wir haben es nach Österreich geschafft. Wir sind eigentlich schon länger in Österreich, aber jetzt sind wir quasi fast bei uns schon im Ort. Wir sind gut angekommen. Es gab leider einen krassen Unfall. Der hat echt wild ausgesehen. Wir sind ja doch gleich, wir sind da gleich. Also es war so ein krasser Unfall. Ich weiß gar nicht mehr genau wo, aber wir sind in Oberösterreich, oder? Ja. Und wir hatten... Nein, Niederösterreich, oder? Nein, das ist Oberösterreich. So. Auf jeden Fall, wir hatten irgendwie Glück, sag ich mal so, Glück, dass wir nicht im Stau gesteckt sind, weil als wir nämlich quasi in den fast in den Stau reingefahren sind, haben die Polizisten gerade diese Hütchen bei dieser einen Ausfahrt raus hingestellt. Das heißt, wir sind quasi abgefahren und dann wurden wir so ein bisschen durch eine Landstraßen geleitet. Und dann hat man gesehen, also wir waren schon richtig weit weg eigentlich von der Autobahn, da konnte man nochmal rüberschauen, da waren zwei Hubschrauber auf der Autobahn, zwei, also richtig krass, wir waren wirklich geschockt, also so 3 bis 4 Feuerwehrwagen und was ich so gesehen habe, glaube ich so um die 6 Rettungswagen. Richtig schockierend, also es war ein richtig krasser Karambolage, hat man dann später im Radio noch gehört, dass ein richtiger krasser Auffahrunfall passiert ist und ja, mit mich mega langen Wartezeiten. Also wir haben uns durch die Abfahrt eine Stunde Wartezeit gespart, glaube ich, beim Navi ist auf einmal plötzlich eine Stunde nach unten gesunken. Das war richtig krass und dann denkt man sich manchmal, denkt ihr dann manchmal auch so, wenn ihr jetzt irgendwo länger jetzt, weiß nicht, kurz auf der Raststätte seid und wegen irgendeinem Problem, weil irgendein Kind muss jetzt nochmal pipi und das ist ja so nervig. Aber dann denkt man sich im Nachhinein, boah, Gott sei Dank waren wir dann vor lange auf der Raststätte, weil man möchte nie in diesen Dingen drinstecken, wo da gerade der Unfall passiert ist, ein Auffahrunfall oder ich möchte sowas bitte auch nie direkt vor mir sehen, weil ich denke mir, dass diese Menschen, die kurz nach dem Unfall stehen bleiben, dass die Sachen sehen, die können die nie wieder vergessen. Also ich will auch gar nicht wissen, was so Feuerwehrleute oder Rettungssanitäter alles für Sachen sehen. Also die möchte ich nicht sehen. Das würde mich wahrscheinlich mein Leben lang verfolgen. Ja. Ja, wir sind gleich zu Hause. Ja. Ich habe schon einen mega Hunger. Ja, Louis. Und der Louis. Ah, Patrick. Wo sind die anderen Doggies im Garten? Du hast geschlafen. Du hast ein angeschwollenes Gesicht. Hast du durchgemacht die ganzen Tage? Ich warte auf meine Eltern. Gudi, gudi. Hast du uns vermisst? Niemand, der sagt, Bauto, ich kann so mal Geschichte lassen. So, meine Lieben, wir zeigen euch schnell, was wir gekauft haben. Keine großen Erwartungen, es ist nicht viel. Also wir haben ein paar Sachen geholt, die es bei uns zum Beispiel nicht gibt, wie das Vita-Malz. Da haben wir mal das Originale genommen. Also zweimal haben wir die genommen, oder? Zweimal gelb und zweimal blau. Das ist isotonisch. What is this? Ich habe keine Ahnung.
Kalorien reduziert. Das ist nach Sport, aber ich weiß nicht warum genau. Ich kenne mich nicht aus mit Sportsachen. Warte, ich stelle euch mal kurz hier ab. Dann kann ich euch die Sachen ein bisschen besser zeigen. So. Also, diese Vitamalz haben wir zwei jeweils. Dann haben wir so eine coole Fanta gefunden. Mandarine. Gibt es bei uns gar nicht. Und in Deutschland ist ja Pfand auf voll vielen, also auf alles, glaube ich. Und ja, wir haben dann voll viel Pfandflaschen, die wir nur wegschmeißen können, oder? Bei uns, außer die Fanta-Flaschen, die glaube ich schon, dass man die. Oder? Schauen wir uns die Fantas auch so aus? Nehmen wir die zurück? Wir müssen dann alles entsorgen. Dann haben wir so Oreos gefunden. Crisp and thin, also die sind quasi extra dünn. Richtig cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob die gut schmecken. Dann Doritos, was ist Nacho Cheese? Nacho. Dann Jumpies, das gibt es ja bei uns auch, aber die Kinder wollten das mitnehmen. Dann hat der Papa ganz viel Wasser in Wasserflaschen, in Glasflaschen. So. Die Lucy, die gehört schon. Ja, aber wie sie da liegt. Hallo. Oh mein Gott. Wir haben sie gewogen. Die wiegt schon 9 Kilo. Mann, Gott. Die wird mal richtig groß. Ja, Wasser. Nochmal Wasser. Ah, Doritos. Sweet Chili. Extra scharfe. Patrick. Der ist nicht so gerne so scharfe Sachen. Dann hat der Papa lustige Chips mitgenommen. Chips frisch. Chakalaka. Der Papa findet das Wort so lustig. Was heißt das? Ich kenne Chakalaka. Ich glaube, das ist ein Gewürz. Chakalaka. Das ist doof. Was ist das? Ich hab's Brot gehabt und ich wollte es nicht wegschmeißen. Ich habe mir gedacht, ich hole nach Hause, ich weiche es in Wasser und dann gebe ich den Hühner. Ne? War klar. Dann nochmal Wasser. Wie viel Wasser hast du denn mitgenommen? Bro! Das sind viele. Ah, die ich voll vergessen. Erdnussflippis haben wir zwar auch, aber nicht von Funny Frisch, oder? Wir haben keine Funny Frisch Erdnussflippis, nur von Kellys. Weil Kellys ist so österreichisch und Funny Frisch ist deutsch, Marke. Ja. Ich sehe es. Dann hat der Papa Semite genommen, also Sonnenblumenkerne. Dann hat nochmal die Michelle so Doritos mitgenommen. Und Bakerolls Sour Cream. Gibt es die nicht bei uns? Nein, es gibt nur Knoblauch, Salz und Rosmarin. Das ist alles? Wir haben nur Chips. Wo sind die ganzen Nein, mehr. Wo sind die? Windeln. Da sind die guten Sachen. Da war aber nämlich so leckere Sachen geholt. Einmal wie heißt das? Aus Balkanbereich. Toja, ich kann das nicht nennen. Das ist griechisch, oder? Das ist Tulumba. Tulumba, da steht nicht Tulumba. Toyam. Das ist Tulumba. Nö. Tulumba. Das ist doch griechisch, oder? Ja, aber das ist Tulumba. Okay, ich habe keine Ahnung, nach was das schmeckt, aber schaut lecker süß aus. Kiri, aber das kennt man bei uns auch. Haben die Kinder nur gewollt für die Herfahrt zum Essen. Dann hat der Papa so Baklava. Da gibt's Baklava, das gibt es nur beim Türkengeschäft. Also hier kann man das so kaufen, beim Rewe, so krass. Dann hat er noch so Kataifi, auch so Blätterteig. Sicher lecker, so türkisches Gebäck ist immer das Beste, einfach so fett in Honig eingetaucht. Dann Halva, das ist, also wir kennen Halva auch in Rumänien und bei uns ist das so Sonnenblumenkerne, richtig, richtig krass Pastete draus gemacht, aber das ist hier Sesam. Ja, das ist Sesam-Pastete mit Kakao. Schwibschwab kenne ich nur aus der Werbung aus Deutschland. Schwab? Ja. Achso, das ist die Werbung. Schwibschwab, ja. Ah. Das ist Cola mit Orange. Wir haben es ja auch so Getränke, die heißen bei uns Mezzomix, oder? Ja. Aber Schwibschwab. Das zeigt nicht mehr, weil das ist ja normal. Ja, die habe ich ja Cola und Fanta. Ich habe gedacht, ich trinken werde. Ich habe ein Glas Salzgurken und dann kann ich leben. Ich habe gedacht, die ist ja auch in Deutschland, aber leider zeitmäßig ist nicht mehr ausgegangen. Das war's, oder? Aber ich probiere gleich jetzt einen. Nein, nicht jetzt. Wir werden mal was essen holen, oder? Ja. So, wir haben uns jetzt das von Chinesen geholt und schauen SpongeBob. Und ich wollte mich jetzt vom Vlog verabschieden, meine Lieben. Ich hoffe, das hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!